Seit 1995 sind wir bei der EU. Das ist natürlich schon ein denkwürdiger Zeitraum, 25 Jahre. Die Ängste, die Erwartungen, viele Skandale, zum Beispiel denke ich an die Gurkenverkrümmungsverordnung. Sie können sich sicher noch daran erinnern, eine Gurke sollte nicht mehr gebogen sein als einen Zentimeter. Das war so ein ganz wichtiger Schritt, wo man gesagt hat, oh je, die EU, die überreguliert, sie macht uns jetzt mit ihren Beamten, wird sie uns fertig machen. Ja. Aber man sieht auch, dass die EU besonders Österreich sehr viel gebracht hat. Und all diese Punkte können wir mit den Karikaturen sehr gut weitererzählen.